Retro Gaming. It's come on time. Talk now, leader. Amiga. It's come on time. Enjoy my channel and have fun. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge. Zock mal wieder mit Tomaniac. Ich bin am Start am Amiga 500. Und ich habe immer noch diese Box hier vor mir. Big 100 und wir sind immer noch auf Disc 1, weil es verspricht ja noch viele interessante Folgen wahrscheinlich zu geben, wo ich immer wieder mir so, ja, so drei Stück immer so angucke hier, was ist auf der Diskette drauf, und ihr habt es mittlerweile ja schon mitgekriegt, das ist so Public Domain Style, und einige ganz interessante Sachen waren bis jetzt schon da drauf, und jetzt gucken wir mal das nächste Game an. In unserer To-Do-List, und das nennt sich Concentration. Und das klingt schon wieder nach einem Knobelspiel. Also es ist sehr puzzellastig, stelle ich hier fest. The object of concentration is to guess a hidden five-letter word. Each time you find two matching pictures, two pieces of the word will be revealed. If two people play, you can alternate games and try to guess your word in fewer turns than your opponent. Or you can alternate turns in the same game until one player finds a match. The player then continues as long as he or she continues to find matching pictures. Click to begin. Click. Wörter. Gib mal hier. Das ist ein Auto. Und jetzt muss ich noch ein zweites machen, oder was? Ein Auto-Eis. Und jetzt? Was ist jetzt? Zwei Spieler. Wie kann ich denn hier einstellen? Nee. Wie kann ich denn hier einstellen, mit wie vielen Leuten ich das überhaupt spielen will? Nun, gut. Also, das war ein Auto. Und das ist eine Flagge. Und ein Eis. Regenbogen. Planet. Okay. Bohnen. Brief. 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 So, und was passiert jetzt? Guess. Woher soll ich denn wissen, was das für ein Wort sein soll? Das sieht aus wie ein P. P. Und nun? Weiß nicht, ob ich jetzt damit recht habe. Ne, ne. Die Bohnen, die waren irgendwo hier, oder? Ja. Guess. Ich weiß nicht, was es sein. Sori, Mori, Bori, Dori, Dori. Weiß ich nicht. Weitersuchen. Ein Herz. Und das da. Den Regenbogen hatten wir vorhin schon, ne? Aber es ist der falsche. Eis. Das habe ich mir gemerkt. Heißt es Poppy vielleicht? P-O-P-P. Poppy. Wahrscheinlich nicht. Floppy? Das Herz habe ich da hinten irgendwo gesehen. Nee, da war falsch. Wo war das denn noch? Hier ist das. Okay. Ja. Moppy? Weiß ich nicht. Kenne ich aber nicht. Nee, ist wahrscheinlich auch falsch. Wo war denn das dumme Herz noch? Da nicht. Da. Blink, 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 blink. Bobby?
Bobby. Auch nicht. Lobby? Lobby! Ahaha! Oh mein Gott! Und kann man das nur zu zweit gegeneinander spielen? In 15 Turns. Ah nee, eigentlich nicht, ne? Der sagt ja, wie viele Turns du brauchst, um das Wort rauszukriegen. Aha. Und wie geht's neu? Wie kann man neu starten? Kann man neu starten? Ah, kann man, da oben. Was ist denn, wenn du hier unten noch drückst? Nix. Okay, na gut. Probieren wir noch ein Wort rauszukriegen. Obst. Obstbohnen. Das heißt, man muss versuchen, mit möglichst wenig Turns das Wort rauszukriegen. Okay. Guess. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Das eine sieht aus wie ein A, das andere wie ein M. Da bin ich überfragt. Schon wieder Bohnen. Okay. Aha. Ah, das ist ganz vorne. Wie war es vorhin? Habe ich 15 Turns gebraucht, um das rauszukriegen, ne? Vielleicht so. Nee. Und nee. Weiß ich auch nicht. Haben wir das schon irgendwo gehabt jetzt in der Reihe? Ich weiß es nicht. Aber das haben wir gerade gehabt, ne? Das war doch. War das nicht da? Nein, es war nicht da. War das hier? Ja, es war hier. Oh, ich bin schlecht. Diesmal war ich wahrscheinlich mehr als 15 Turns. Wo ist mein Mauszeiger? Hast du keinen Bock mehr? Nee. Herz, Herz. Oh, Schwein gehabt. Ja, guess, weiß ich nicht. Flagge. Nein, da war falsch. Oh, scheiße. Flagge war da. Na, hilft das weiter? Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Ein Klavier. Ah, den Planeten habe ich da vorne irgendwo gehabt. Da. Hilft das jetzt weiter? Nee, immer noch nicht. Ah, Klavier war da vorne. Jetzt habe ich schon 15 Turns, also schon schlechter als beim letzten Mal. Ah, Angel! Angel! Ha! Ein Turn schlechter als vorhin. Okay, also ein Merk- und Ratespielchen, wo man sagt, ja, kann man sich mal geben für einen Moment, ne? Und jetzt raus hier, wenn es denn irgendwie geht. Geht's denn? Jawohl. So, Concentration. Ich hätte jetzt Bock mal wieder auf ein Action-Game. Was ist denn hier Cliffhanger? Hoffentlich nicht schon wieder ein Rate-Game. Steps failed return code. Hä? Egal. Hauptsache hat Cliffhanger. Written in Amos Basic by Ronnie Simpson. What is this? Go. Clue found in the house. Select a letter. Aha! Man muss ein Wort raten und wenn man es falsch rät, dann macht er einen Schritt und wenn er abstürzt, ist Game Over. Also wieder ein Ratespiel. Ich möchte ein E kaufen. Bim, bim, bim. Das ist ja Englisch. Oh Gott, das kann ja alles Mögliche sein. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal alle Vokale.
Ein A ist nicht drin. Shit. Oh je. Ein N bitte noch. Dann nehmen wir mal ein S. Ist auch nicht drin. Scheiße. Video. Video? V? Dann ist auch ein D drin. Video. Decoder? Nee. Rekorder. Re. Haha, Videorekorder. Ja, ich bin nicht abgestürzt. Nice. Oh, solche Spielchen sind noch interessant. Ach du Scheiße, das heißt, er wird gar nicht resettet. Oh, das ist aber fies. Ich würde jetzt auf ein R oder auf ein S oder sowas tippen vorne. Scheiße, R war eine schlechte Idee. Dann probieren wir es mal mit einem S. Na, das ist nur da vorne. Wäre es dann mit einem H oder einem N? Womit könnte dieses Wort anfangen? Mit einem H nicht? Vielleicht mit einem N? Ja. Trotzdem habe ich jetzt keine Ahnung, wie das Wort heißen könnte. T. Oh, T war noch richtig. Newcastle. Genau, Newcastle. So, kurz vorm Absturz. Jetzt darf ich mir aber keinen Fehler mehr erlauben, oder? Ja, ganz toll. Ah, ein Singer. Ein Sänger. I. Was für ein Sänger könnte das sein? Das kann ja alles Mögliche sein. Aua. Ah, ich habe 3 Leben. Okay. Huh. Na toll. Das kann ja alles Mögliche sein. Dann nehmen wir erstmal hier die ganzen Vokale. Okay. Komm immer noch nicht drauf, was das für ein Sänger sein könnte. Ist da noch ein U drin? Nö. Es ist gerne mal drin. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Ja, Michael Jackson ist richtig. Was kommt jetzt? Sportpersönlichkeit. Ja, toll. Und gerade im Englischsprachigen, da kenne ich überhaupt niemanden. Fangen wir wieder mit dem E an. Ein E ist meistens irgendwo drin. Ein A? Hm. Ein O? Nein. Ein I? Hm. Ach du Scheiße. Ein S? Sportpersönlichkeit. Da stehe ich vorher auf dem Schlauch. Ein T ist nicht drin. Ein R vielleicht noch. Ein N vielleicht bitte. Jenny? Irgendwas mit J? Falsch. Benny? Irgendwas mit B? Auch nicht. Autsch. Lenny? Ja, toll. Also da stehe ich sowas von auf dem Schlauch. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Kenny. Ja, dann ist ein Y wahrscheinlich drin noch. Kenny. Ach du Scheiße. Den kenne ich, das kenne ich überhaupt nicht. Hm. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Glück, ne?
Oh Mann, ey. P? Jetzt hör auf da. C? D? Dallfleisch. Dallweisch, Dallgseisch, Dallgeisch. Dallgleisch? G. Moah. Von den. Ach, das war aber jetzt Glück da. Clou. Schon wieder eine Sportspersonality. Oh, genau die kann ich nicht. Das machst du doch absichtlich. Ist kein E drin. Oh, fuck. Ein A. Ein A. Wollte schon sagen, er wird wohl noch mehr Vokale haben. Lalalala. Ich dachte schon, tschüss. L? S? Nee. Fuck. Ein S ist nicht drin. Gut ist, dass er die Buchstaben dann rausnimmt, die man schon probiert hat. W? Nee. N? Nick? Nico? Nico? Niki? Nee. Nick? Nick Malo? Ja, woher soll ich das denn wissen, ey? Oh Gott. Ach. Tschüss. Ich habe das ganze Alphabet durch. Nick Waldo. Nein. Nick Faldo. Ja, woher? Nick Faldo. Nee, das war nicht zufällig ein Golfspieler, oder? Ich glaube, das war ein Golfspieler. Ein Film- oder Fernsehprogramm. Uiuiui. Ui, ui. Ja, und wie gesagt, alles Englisch, ne? Englisch oder American? I don't know. Achso, das mussten englische, das englische Sportarten sein, weil die Packung wurde in England ja zusammengestellt. Great Britain. Ah, toll, nur ein I. Hm. Und kein A. Ein I. Shit. So. Vielleicht ein L? Irgendwas mit Hill? Nee, nee, nee. Dann würde er ja beide Ls da reinmachen. Scheiße, ich bin überfragt. Oh, oh, noch ein Schritt und das war's. Super? Ja, was mit super? Super. Supergirl. Ja, toll, jetzt steht er an der Klippe. Na toll. Found in the home. Hm, Hairdryer. Okay, es ist ein Haar drin. Aber noch ein Schritt und ich bin tot. Was könnte man im Haus finden, was da die Haas an der Stelle hat? Miau. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit A. Nicht. Left mouse key to play again. Right mouse key to quit. Okay. Gehen wir raus, würde ich sagen. Aber ist noch nett. Das mag ich noch, solche Ratespielchen. Die sind noch nice. Die gehen nicht so auf Zeit. Man kann sich Zeit lassen, kann rüberlegen. Das gefällt mir. Das finde ich gar nicht schlecht. So. Nakamoto haben wir dann als nächstes. ...55 Screens, 3 Demo-Screens, was lädt er da? Weiß nicht. Highscore, Start, Keys, Passwort, Up, Down, Screen 01. Ich möchte, dass das mit Joystick geht. Das wäre so cool. Bitte. Nee, wäre ja auch zu einfach, wenn es so ginge. Keys. Up. Down. Right. Left. Jump.
Okay. Wie wär's mit, dass es auch mit Joystick ginge? Wäre das möglich? Ja, man kann. Was muss ich einsammeln? Das TNT darf ich nicht berühren. Okay, haben wir jetzt. Jetzt hat sich hier irgendwie alles in Geldsäcke verwandelt. Da komme ich aber nicht rauf. Nee. Ich kann anscheinend das nur runterkrabbeln. Kann ich springen? Oh ja, wow. Oh du Scheiße, es geht auf Zeit. Also für einen Zeitbonus. Der macht ja Riesensprünge, nicht? Jetzt hat sich alles in Wasserbällen verwandelt. Ich kann nicht hier raus und auf der anderen Seite wieder rein. Nein, das geht nicht. What? Und wenn du zu lange stehen bleibst, dann wirst du verfollowed. Haut ab. Na! Oh, wir haben hier Musik. Und was für welche? Es ist der Hammer. Und hier fliegt auch noch alle möglichen Kropfzeug rum, ne? Und da oben, da hast du echt ein Problem, ne? Du kannst nicht daran. Das probieren wir nochmal. Also es soll angeblich 55 Screens und 3 Bonus-Screens geben. Ja, Hallöchen. Und ich scheitere schon am ersten Bildschirm. Da bin ich ja ganz doll prädestiniert hier, ne? Da ist wieder eine Folge, du. Ach, Mann. Und dann springt er 75 Meter weit da, wo er es nicht soll. Das ist ja ganz hervorragend. Ich kann aber auch die Länge der Sprünge offensichtlich nicht, nicht. Ach Gott. Ich kann hier nicht hoch. Oh, was machst du denn? Oh, Klo, ja. Das Spiel ist ein Griff in Gleichwertiges. Ins Klo. Ja, das geht ja mal gar nicht. Hör mal. Kann ich hier den Screen aussuchen? Nö. Passwort abdauen. Ja, nee, hier Start kommen. Wir wollen das nochmal probieren. Wir wollen dem nochmal eine Chance geben. Aha, ich muss gar nicht den Joystick in eine bestimmte Richtung. Ich muss nur in die Richtung gucken und dann einmal kurz Knopf drücken und dann springt er dahin. Das Problem ist nur, so nicht. Na, was eine Scheiße. Na schön, wir geben nicht auf. So schnell nicht. Oh. Hilfe! Da gibt es Spektrum-Games, die deutlich besser sind. Na, guck mal, der hangelt sich da oben in die TNT-Falle. Schön! Und dass das Ding da dumm rumhängt und man da nicht weiterkommt, ist auch ganz toll. Begeisterung sieht anders aus. Vor allem wenn... Ja, was soll denn der Scheiß? Verpiss dich! Nee, stürz. Ah, ist ja wirklich ein Griff ins Klo. Ah, sind ja ganz tolle Spiele hier drauf, muss ich sagen. Ja, und dann spring doch einfach zu weit, ne? Aber du kannst natürlich auch da oben jetzt versuchen zu landen. Kannst es aber auch lassen, offensichtlich. Ja, piss doch auf, du Scheiß! Ja, also, man könnte natürlich auch versuchen von... Nein, man könnte es nur versuchen, aber man wird es nicht schaffen. Wie ihr seht, hat mich der Ehrgeiz vollgepackt. Da hatte ich jetzt aber mal ein bisschen Glück, ne? Kann man mal sagen, wie ich da mal so auf die andere Seite... Spring einfach nach links hin und nach rechts springen soll. Das finde ich gut. Lass es einfach. Und dann spring doch nicht in diese... Oh. Ja, sicher. Ganz fair, das Game. Wirklich total fair. Kann ich mich eigentlich auch... Ja, in den Tod stürzen. Hm, das kann ich gut. Diese extrem abwechslungsreiche Musik ist sehr geil. Spring wieder in die falsche Richtung, du Dämsack. Gut, ich habe genug. Ich habe genug gesehen. Es reicht. So, das war Concentration Cliffhanger Nakamoto. Kann man also, ja, Nakamoto kann man in die Tonne treten. Finde ich.
Die anderen beiden waren jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also sind zockbar. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das Ausprobieren, das macht mir immer Spaß. Ich hatte riesen Spaß. Habt ihr gesehen, ne? Freut mich. Wenn es euch gefallen hat, freut mich natürlich noch mehr. Und noch mehr freut mich diesen Daumen nach oben. Und noch mehr freut mich ein Abo meines Kanals, damit wir mal langsam, aber sicher die Schallmauer erreichen. Wann auch immer das sein wird. Aber naja, wenn ihr nicht auf Abonnieren klickt und auch nicht das Glöckchen nebendran, dann passiert da auch nicht viel auf dem Weg nach oben. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt. Wenn es mal wieder heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, ihr Lieben. Euer gleichnamiger Tomaniac.